Entrepreneurship ist eine Haltung, ist nicht ein Skillset und es geht auch nicht um Unternehmensgründung, sondern es ist die Haltung, die eigentlich jedes Unternehmen nicht nur in Deutschland braucht, um erfolgreich zu sein. Und dieses Zertifikat, das wir jetzt eben aufgelegt haben, ist ein erster Baustein dazu, diesen Gründergedanken, dieses Entrepreneurial-Mindset auch in die Lehre zu bekommen. Die Frage ist für uns immer, wie kann ich jetzt so ein Entrepreneurial-Mindset als Professorin an meine Studierenden weitergeben. Aber viele Professorinnen haben noch gar nicht die Erfahrung. Was heißt eigentlich unternehmerisch denken, unternehmerisch handeln? Man kann natürlich sich irgendwie was aneignen, durchlesen, aber man muss das einfach selber mal durchlaufen, ein Programm und Learning by Doing, das selber umzusetzen, um das Ganze zu verstehen und dann kann man das einfach selber weitergeben. Ich komme aus der Industrie, bin in einem ingenieurwissenschaftlichen Fach unterwegs und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass Studierende nicht nur das Was lernen, sondern auch das Wofür, damit auch der Übertritt in die Industrie gut funktioniert. Man kann unglaublich kreativ sein, aber letztendlich braucht man irgendjemanden, der dafür Geld ausgibt und sagt, hey, das ist echt ein cooles Projekt, das ist ein cooles Produkt, eine coole Dienstleistung und ich bin bereit, dafür zu zahlen. Wir sind der Meinung, das Zertifikatsprogramm ist für alle interessant, die erstens was über Entrepreneurship lernen wollen, die zweiten schon was über Entrepreneurship wissen, aber neue Didaktiken und Lehrformate prüfen wollen und drittens für alle, die Lust haben, auch mit anderen zusammen mal so ein Projekt durchzugehen und vielleicht auch ein Netzwerk zu kreieren, mit dem sie später vielleicht auch weitere Programme aufsetzen können. Ich würde es tatsächlich all meinen Kolleginnen empfehlen und ich finde diesen Ansatz, dass Entrepreneurship doch sehr, sehr viel mehr ist, als jetzt einfach nur ein Startup auf den Weg zu bringen, den finde ich wahnsinnig reizvoll und auch noch gepaart mit dieser Idee der Sustainability. Also grundsätzlich diejenigen, die sich in der Lehre engagieren, die mit Studierenden sehr viel zu tun haben, aber auch in der Fort- und Weiterbildung unterwegs sind, um einfach das zu vertiefen und zu vernetzen, was man sozusagen in der Theorie einbringt und in die Praxis umgesetzt haben möchte. Wir brauchen in Deutschland dieses Mindset, wir brauchen dieses Skillset. Deswegen ist es wichtig, dass alle Studierende, egal von welcher Fakultät, egal von welcher Disziplin, dieses Mindset mitbekommen. Und das wünsche ich mir.